Diddle-a-day-dum, a-diddle-a-day-dum. Wer kennt die Frau, die nichts anhat als den Gurt auf dem Schild an der Straße von zu Hause in die Stadt, wo ich so oft lang fahr? Ihre Kurven faszinieren mich, doch die Gurte irritieren mich. Warum zeigt sie mir nicht, worauf ich so abfahr? Ich geb zu, es klingt idiotisch, doch ihr Lächeln wirkt hypnotisch. Runterschalten, rechts anhalten, bis ich zittern wieder losfahr. Von der Frau, die nichts anhat als den Gurt auf dem Schild an der Straße von zu Hause in die Stadt, wo ich so oft lang fahr. Übelst geil. Wir haben wieder auf. Und hier geht's wieder auf. Manchmal sehe ich in Träumen Autowracks an allen Bäumen, weil das Mädchen plötzlich abgeschnallt zu sehen war. Sie verwirrt durch ihre Maße, lockt die Fahrer von der Straße. 98, 56, 84 ist das Traummaß. Von der Frau, die nichts anhat als den Gurt auf dem Schild an der Straße von zu Hause in die Stadt, wo ich so oft lang fahr. Adedadedam, dededam. Oh Mann, die Frau, die nichts anhat als den Gurt auf dem Schild an der Straße von zu Hause in die Stadt, wo ich so oft lang fahr. Sie muss wissen, was ich fühle, warum spielt sie nur die Kühle und legt niemals diesen gottverdammten Gurt ab. Fast ein Jahr hat es gedauert, bis es klickte und ich schnallte, dass die Gurte nicht verdeckten, sondern schützten, worauf sah. Lass den Gurt auf dem Schild an der Straße von zu Hause in die Stadt, wo ich so oft lang fahr. Wer kennt die Frau, die nichts anhat als den Gurt auf dem Schild an der Straße von zu Hause in die Stadt, wo ich so oft lang fahr? Ich als Kilometerfresser sag dir, oben mit ist besser. Mädchen, geh auf Nummer sicher, schnall den Gurt an. Lieber mal mit Reizen geizen, als dein Blatt zu überreizen. Später kannst du mir beweisen, dass du oben ohne auskommst. Wie die Frau, die nichts anhat als den Gurt auf dem Schild an der Straße von zu Hause in die Stadt, wo ich so oft lang fahr. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Lieblingskanal, meinem Lieblingsbüro, dem Wald. Ja, gut. Wald vielleicht nicht ganz, weil in Kamloops, da gibt es nicht sehr viel Wald. Da musst du schon den Wald suchen. Ein paar Bäume stehen schon da. Aber ist das eine geile Aussicht? Und hier fette Dirts. Wir legen gerade ein bisschen eine Zwangspause ein, weil es mal wieder anfängt zu nieseln und die ganze Zeit übelster Wind weht. Eigentlich ganz schön beschissene Bedingungen, vor allem hier in Kamloops, wo man eigentlich in der Wüste ist. Ja, kann man schon so nennen. Eine halbe zumindest. Ja, die letzten Tage seit Düsseldorf waren jetzt ja, semi-optimal. Wir haben nämlich, oder der Plan war so, dass wir erst St. Peaks fahren. Und in St. Peaks hat es schon übelst geregnet. Das Bilder kann ich euch mal gleich zeigen, hier mal Anschluss. Und dann machen wir noch einen Camp. Dachten wir, fahren mal halt nach Kamloops. Da ist immer schönes Wetter, Sonne, da wirst du schwarz, wenn du zu lange in der Sonne bist, weil nur die Sonne scheint. Und ja, was soll ich sagen? Guckt euch die Bilder an. Hat auch übrigens gestorben. Normalerweise hätten wir da noch eine Stunde helles Licht gehabt. Ja, ich glaube, hier zieht was auf. Ja, aber auf jeden Fall noch nicht so groß. Fühlst du dich? Ja, ich glaube, hier geht gleich richtig was ab. Ist machbar. Aber schauen wir morgen mal bessere Bedingungen. Ich glaube, das wird schlimmer. Und dem machen wir nicht so. Ja, jetzt sind wir halt in Kamloops. Zweiten Tag. St. Peaks haben wir komplett fallen gelassen. Also nicht noch einen zweiten Tag noch reingeschoben, weil es hat die ganze Nacht drüber geregnet und St. Peaks ist sehr wurzelsteinig, die technischen
Strecken und die hätte ich gerne gefahren, aber nicht wenn es zu nass ist, weil das ist absolut blöd, wenn ihr meinen Himmelreifen kennt. Na gut, nichtsdestotrotz wünsche ich euch mit diesem Video oder mit dem weiteren Verlauf dieses Videos viel Spaß und bleibt mal gewogen, teilt, shared, geht aufs Bikebiken und dann sehen wir uns in einem nächsten, in einer nächsten Folge. Bye bye.
sinnlos Zeug auf die Fresse kriegt. Boink. Wow! What the hell? So is a reflection of the skill level needed to ride this trail. Okay. Also der erste Sprung ist zum Testen, dass du den kriegst. Hast du schon mal die richtige Geschwindigkeit. Oh, okay. Ja, also da musst du... Der ist jetzt nicht fahrbar. Nee, das auf jeden Fall nicht. Den musst du schon kriegen. Ui! Ich dachte wieder, oh, ich sag, das sieht immer so schlimm aus, wenn du an der Kante stehst, wenn du vorbei geflogen kommst. Wow! Au! Da war zu kurz. Hier sind auch schon ein paar gute Einschläge. Test 1 des Nitrin Bike Care Reifendichts. Und diesen Platten. Sehen, ob es funktioniert. Kommt was raus hier. Da hinten, ne? Ja. Das ist ein Tag gemacht, an der Seite. Über die Holzleiten gefahren. Oh, man sieht jetzt, wo es herkommt.